Stirn nach Zunge geschoben. Lassen wir uns leicht auf. Und schließen sanft die Augen. Bitte? Schließen sanft die Augen. Wir spüren die Fußsohlen. Wie sie satt am Boden stehen. Und entspannen. Die Füße und die Sprunggelenke. Die Unterschenkel und die Kniegelenke, die Oberschenkel. Ein bisschen, als ob sich die Muskulatur ausdehnt, leicht wird, weitet. Und nach unten hin loslässt, unter die Füße. Dann schenken wir den Hüftgelenken etwas Aufmerksamkeit. Da spüren wir die Leisten, das Gesäß, das braucht gar keine Entspannung. Die Seiten der Hüftgelenke und das Innenleben. Den Darmbereich. Alles entspannt. So dass die Hüftgelenke gut verbinden. Zur Basis, zu den Beinen haben. Als ob sich die Beckenpfannen etwas hineinsetzen in die Oberschenkel. Spüren und wahrnehmen. Die Sohle mit der Erde. Die Hüftgelenke in die entspannten Beine. Den Kreuzbandbereich, die Seiten der Hüftgelenke, den Bereich um die Taille, Gürtelbereich, alles entspannen. Wir erlauben den Atem bis in den Bauchraum zu fließen, ganz sanft, ohne besondere Anstrengung oder Aufmerksamkeit. Ganz natürlich. Damit der Rücken entspannt, sodass der Körper nach unten hin zur Erde verbunden ist und geöffnet. Die Wirbelsäule leicht aufgerichtet. Entspannt der Brustkorb und wird etwas weit. Ein bisschen wie ein Luftballon, der sich ausdehnt. In alle Richtungen. Mit Schultergürtel. In die Arme, zu den Fingerspitzen. Die Muskeln haben eine Qualität von Entspannung und Schmelzen, als ob sie sinken im Nackenbereich, während die Wirbelsäule eine leichte Aufrichtung hat. Mit Leichtigkeit in den Himmel geht. Nackenmuskeln entspannen. Da, wo sie am Schädel ansetzen, dieser Bereich, ja, die Kissen entspannen. Ohren, Kiefer entspannen. Mund,
Nase, Augen, Stirn, das Zentrum der Stirn, der Scheitel leicht nach oben und vom Scheitel durch den ganzen Körper eine Art von Entspannung und Loslassen, ohne nach unten zusammenzufallen. Da ist von unten her eine leichte Aufrichtung. Dann führen wir die Hände nach vor von innen her mit Leichtigkeit. Die Handflächen zueinander, die Finger zueinander. Und führen wir die Finger ineinander. Wir bewegen den Körper von innen her mit Leichtigkeit, mit Lebendigkeit. Sich die Finger verschränken. Der Beckenbereich entspannt, der Dammbereich. Nun atmen wir ein. Oh, Damm, Bauchraum, Solarplexus, Brustkorb. Die Hände steigen. Aus, Brustkorb, Kehlkopf, Stirn. Scheitel. Und gerade über den Scheitel hinaus werden wir die Sohlen spüren, das Becken zieht etwas nach unten. Der ganze Körper wird etwas in die Länge gezogen, als ob er aus Gummi wäre. Der Nacken wird nicht steif, der Scheitel geht leicht gen Himmel, während die Sohlen gut zur Erde verbunden sind. Das Becken, das Kreuzbein. Wir nehmen einen tiefen Atemzug. Beim Ausatmen beugen wir den Rumpf zur linken Seite und der rechte Handballen geht hinaus, während die Knie etwas sinken, das Becken setzt. Die ganze rechte Seite wird in die Länge gezogen und wir atmen etwas in dieses Gummiband hinein. Über die Decke hinaus in die Weite des Himmels. Und elastisch kommt der Körper wieder zur Mitte hoch. Es geht noch etwas nach oben und gleichzeitig nach unten. Wieder nehmen wir einen tiefen Atemzug. Und dieses Mal geht es zur anderen Seite. Beide Knie gelöst und das linke Gummiband wird lang. Von der Schläfe bis zur Kleinzehe, der linke Handballen geht hinaus. Und wieder beiden Knien etwas beugen. Den Rumpf aufdrehen, sodass die Stirn über den Raum hinaus sind, in die Weite des Himmels. Elastisch richtet sich der Körper zur Mitte hinauf. Geht hinaus, während wir die Knie etwas mehr beugen, das Becken entspannen, Kreuzband nach unten. Und trennen wir die Hände. Wir lassen sie seitlich am Körper nach unten gleiten. Alle Anspannung, alle Unruhe sinkt in die Erde, während wir mit den Sohlen ganz sanft die Erde drücken. Und da ist Leichtigkeit und Lebendigkeit, die von unten her an den Körper kommt und den Körper durchdringt. Jede Zelle erfüllt. Die Beine, den Beckenbereich,
die Wirbelsäule, beide Hälften des Rumpfes, die Schultern, die Arme zu den Fingerspitzen, den Nacken, das Gesicht, beide Gehirnhälften, bis hoch zum Scheitel. Und wieder eine Entspannung nach unten. Die kleinen Gekanten geben den Mund in die Leisten. Wir haben ein Gefühl von Sinken, beugen dabei die Knie ein wenig. Dann drücken wir sanft die Sohlen in den Boden, sehr gleichmäßig. Es geht durch die Beine, durch die entspannten Hüften. Wir wollen die Hüften entspannen und nach unten loslassen. Durch die Wirbelsäule, durch die Arme, und die Arme öffnen zur Seite des Körpers, verbunden aus dem ganzen Körper heraus. Dann entspannen wir die Beine. Die Hüftgelenke, den Rumpf, die Schulterblätter sinken, das führt die Arme steigen. Die Hände kommen zueinander und bilden so eine Art Dreieck. Die Beine entspannen weiter, die Hüftgelenke, es entsteht ein Sinken. Die Beine, der Körper, die Arme. Beine, der Körper, die Arme. Die linke Hand macht eine lockere Faust, die rechte legt sich drüber. Und im ganzen Körper ist Entspannen und Sinken. Durch den ganzen Körper, unter den Boden, in die Erde hinein. Wir kommen wieder in den Leisten. Wir entspannen noch etwas mehr. Die Beine, die Hüften, den Rumpf. Und wieder ganz sachte und gleichmäßig drücken wir die Erde, sodass ein Steigen entspringt. Durch die Beine, durch die entspannten gesetzten Hüftgelenke, die Wirbelsäule, den Rumpf, die Schultern, die Arme, zu den Fingerspitzen. Der Nacken entspannt, der Kopf entspannt, die Arme öffnen. Lass entspannen, die Beine, die Hüftgelenke, der Rumpf, die Schulterblätter, all die Muskeln um und unter den Schulterblättern entspannen und fühlen die Arme steigen. Die Schulterblätter entspannen, so dass die Arme leicht sind. Nacken, Gesicht entspannen, nun führt wieder die Basis, die Beine, den Körper ins Sinken, die Hüftgelenke, den Rumpf, die Arme. Und weiter, durch den ganzen Körper, wie Wellen der Entspannung, in die Erde hinein. Ist Gewahrsein im ganzen Körper. Und der Körper ist im Gewahrsein. Wir drücken wir sehr sanft die Sohlen in den Boden, werden wir mehr entspannen. Es geht hoch durch die Beine, durch die Hüften, durch die Wirbelsäule und den Rumpf. Die Schultern und die Arme, möglichst klein. Nacken, Gesicht. Zu den Fingerspitzen. Beine entspannen. Hüftgelenke entspannen. Rumpf entspannen. Schulterblätter entspannen und sinken. Die Arme streben hoch. Nacken und Gesicht entspannen. Beine führen den Körper und sinken den Körper, die Arme.
Muss es mal öffnen, wir von innen her. Wir öffnen den ganzen Körper, als ob wir jede Zelle des Körpers öffnen. Dieses alles durchdringende Leben. Aware aliveness. Sinken wir ein bisschen, ziehen die Arme zum Brustkorb herein, die Hände. Dabei berühren sich die Hände. Und entspannen die Beine durch den Rücken, den Nacken. Ganz sachte drücken wir die Sohle in den Boden. Und es geht hoch durch die Basis, die entspannten Hüften, die Wirbelsäule mit den Augen, die Schulterblätter entspannen. Die Handkanten werden nach vorne ausgesinkt. Sein Fluss durch die Beine und die Arme. Die Hüften, den Haupt, die Wirbelsäule, die Schulter. Ein verbundener Strom von Lebendigkeit. Dann beugen wir die Knie. Jetzt gehen wir nach unten. Während wir nach unten gehen, spüren wir die Balanciertheit aller Gelenke. Körper ganz ausgeglichen. Bis die Ellenbeugen die Knie reichen, dann wenden wir den Aufwärts. Wir können die Fußposition ein klein wenig breiter machen. Wir entspannen die Beine, die Knie sind nicht ganz durchgestreckt. Die Hüften, den Rumpf. Der Atem fließt einigermaßen tief durch die Nase. Schultern entspannen, Arme ganz lose, Nacken, Kopf entspannen. Die Stirn, das weiße Auge ist geöffnet, die Wahrnehmung ist nach innen gerichtet. Der Atem fließt einigermaßen tief durch die Nase. Und es beginnt eine Bewegung von der Wirbelsäule. Nach vorn herein. Nach vorn herein. Die Lendenwirbelsäule, die Brustwirbelsäule, die Halswirbelsäule. Das weiße Auge ist geöffnet. Es ist still. Die Wahrnehmung kommt vom Körper, nicht vom Kopf. Von dem Raum, der den Körper durchdringt und ihn umgibt. Vor allem der, der ihn durchdringt, der ihn umgibt, kommt ganz von alleine. Die ganze Wirbelsäule bewegt sich, voller Leben, voller Leichtigkeit. Des Körpers entspannt in die Bewegung der Wirbelsäule hinein. Und der Steißbeinspitze bis zur Schädelbasis. Wenn wir mit irgendeiner Stelle des Körpers in eine Art Kampf oder Konflikt kommen, dann nehmen wir dies einfach nur wahr, ohne es zu beurteilen und ohne es zu nähren. Wir erlauben es, sich zu öffnen. Diese alles durchdringenden Lebendigkeit, die durchdrungen von Wahrnehmung, jede Zelle des Körpers durchdringt, den Raum durchdringt, jedes Objekt durchdringt, jedes Subjekt durchdringt. Richten die Wirbelsäule gerade, parallel zum Boden. Nun drehen wir von der Wirbelsäule her.
und entspannen und die Schulterblätter, die Arme, die Hüften, zu den Fingern. Drehen von der Wirbelsäule ausgehend. Von der Wirbelsäule. Entspannen, Muskeln entlang der Wirbelsäule. Links und rechts neben der Wirbelsäule. Sehr leicht entspannen. Dann klingt es ab und nun beugen wir die Wirbelsäule nach links und rechts, ohne dass das Gesäß herumwackelt. Basis stabil, elastisch und die Wirbelsäule beugt sich wie ein im Leben strotzender Bambus. Keine festen Stellen. Wir erlauben mir ganz elastisch zu sein, bis hoch zur Schädelbasis. Der Rest des Körpers ist ganz lose, aber voller Leben. Dann kommen wir in den Boden. Und lassen alles hängen. Entspannen. Nacken, Schultern, Arme. Von innen her mit Lebendigkeit bewegen wir wie ein sanftes Vibrieren im Brustkorb, in den Schulterblättern, im Nacken- und Kehlkopfbereich. Das weiße Auge ist geöffnet, der Kopf ist ganz still. Und vom Brustkorb her bewegen wir mit Lebendigkeit, ganz lose und leicht. Brustkorb, Schulterblätter, Nacken, Kehlkopfbereich. Brustkorb, Schulterblätter, Nacken, Kehlkopf, Schulterkapseln. Und atmen. Jeden Atem anhalten, alles entspannen. Brustkorb, Nacken, Kehlkopf, Schultern und Arme, Ellenbeugen. Oberarme, Ellenbeugen, Unterarme, Handgelenke, Hände, Finger zu den Fingerspitzen. Sehr lose und leicht. Dann wird die Bewegung etwas größer. Wieder vom Brustkorb, Schulterblatt, Gürtel ausgehen. Durch die Arme zu den Fingerspitzen, Kehlkopf, Nacken, Hinterkopf, Ohren, Stirn, Gesicht. Auch die Basis entspannt, die Hüften entspannen, der ganze Körper entspannt. Lassen alles abklingen, geben die Finger auf die Zehen. Nun sinken wir wieder. Während wir sinken, spüren wir die Balanciertheit in allen Gelenken des Körpers. Alles ausgeglichen, sehr gleichmäßig. Während des Sinkens drücken wir sanft die Sohlen in den Boden. Und es geht hoch durch die Beine. Durch die entspannten Hüften. Die Wirbelsäule rollt hoch. Es geht hoch durch die Wirbelsäule, den Rumpf. Die Hüften entspannen und setzen sich. Die Wirbelsäule rollt hoch, auch die Halswirbelsäule. Dann haben wir eine sanfte Öffnung in der Aufrichtung im Brustkorb, im Schultergürtel. Leichtes Loslassen, Schmelzen in den Schulterblättern. In der Aufrichtung, Leichtigkeit im Nacken, im Kopf,
am Scheitel. An den Hüften und Beinen. Und da Gelenke des Körpers in eine leichte Bewegung. Die Sprunggelenke und Handgelenke, Kniegelenke und Ellenbeugengelenke, Hüftgelenke und Schultergelenke, Finger- und Zehengelenke, auch die Wirbelsäule ganz leicht. Da ist Awareness im ganzen Körper, der Körper ist in Awareness. In diesem Gewahrsein wird alles wahrgenommen. Die Bewegung der Aufmerksamkeit wird wahrgenommen. Denn dieses Gewahrsein ist bereits da, vor der Bewegung von Aufmerksamkeit. In diesem Feld von Gewahrsein haben wir nun einen Fokus in der Übung. Der liegt nun an den kleinen Zehen. Wir bewegen die kleinen Zehen, all die anderen Gelenke bewegen sich weiter. Der Fokus, ohne dass das Feld verloren geht, ohne dass die weite Wahrnehmung, die alles durchdringt, verloren geht, haben wir nun den Fokus darin. Und der Fokus ist auf den kleinen Zehen, und er verbindet von den kleinen Zehen über die Fußkanten hinter den Knöcheln, die Seiten der Beine, die Seiten der Hüften, die Seiten des Rumpfes, die Seiten des Nackens, die Seiten des Kopfes bis hoch zu den Schläfen, von den kleinen Zehen her. Nun den großen Zehen, der Fokus liegt nun auf den großen Zehen. Und von den großen Zehen geht es hoch, innen hoch, an den Innenkanten der Beine, also an den Innenkanten der Füße, um die Innenknöchel, an den Innenseiten der Beine, in den Rumpf hinein. Und so im Zentrum des Rumpfes, links und rechts neben der zentralen Linie, hoch bis in den Kehlkopf-Mundbereich hinein. Aber es passiert mit den großen Zehen. Und all dies geschieht in Awareness. In Life Awareness. Lebendiges Gewahrsein, das den ganzen Körper durchdringt und ihn umgibt. Nun kommen wir zu den Zeigezehen. Die drei Gelenke der Zeigezehen links und rechts. Hier geht es über die Fußrücken, Sprunggelenke, Schienbeine, Knie, Oberschenkel, an der Vorderseite des Rumpfes bis zu den Schlüsselbeinen,
Auch die Arme bewegen sich leicht in all den Gelenken, die Finger. Mit den Zeigezehen geht es hoch bis zu den Schlüsselbeinen. Nun kommen wir zu den mittleren Zehen. Mittleren Zehen durch die Sohlen, über die Fersen und an der Rückseite hoch, an den Waden, Kniekehlen, Oberschenkelrückseiten, übers Gesäß, Beckenbereich, hier Sakralgelenke und neben der Wirbelsäule. Weiter hoch, neben der Wirbelsäule links und rechts, den Nacken, den Hinterkopf, über den Kopf, bis nach vorne zu den Augenbrauen, den Ansätzen der Augenbrauen innenseitig, von den mittleren Zehen, diesem ganzen hinteren Bereich des Körpers. Besonders links und rechts neben der Wirbelsäule, Nacken, Hinterkopf, bis zu den Augenbrauen. Nun bewegen wir die Ringzehen im Besonderen. Hier verbinden wir Vorderseite der Beine, Außenseite, Innenseite, Rückseite, Vorderseite des Rumpfes, Rückseite des Rumpfes, linke Seite, rechte Seite des Rumpfes, Nackenkopf. Haben wir nun den Fokus Richtung Arme, Richtung Finger. Sie werden etwas weiter, die Arme. Ein bisschen, als ob sie schweben, leicht. Der Brustkorb öffnen. Schultergelenke, die Ellenbogengelenke, die Handgelenke, die Fingergelenke öffnen. Mit den Kleinfingern über den Fokus und den Innenseiten hoch. Bis in den Brustkorb hinein, bis in den Brustkorb hinein und den kleinen Fingerspitzen und die Rückseiten auch hoch über die Schultern bis an den Kopf, Nackenbereich. Spüren und wahrnehmen. Tief hineinspüren. Nun kommen wir zu den Mittelfingern. Die Mittelfinger auch innenseitig durch die Handflächen, über die Handgelenke, Unterarminnenseiten, Ellbeugen, Oberarminnenseiten. Durch die Achsen wieder in den Brustkorb, Schlüsselbein, Brustkorb herein. Die Rückseiten ohne die Innenseiten zu verlieren. Die Rückseiten über die Hände, Unterarme, Oberarme, Schultern, Nacken.
Schädel, oberhalb der Schläfen bis nach vor zu den Augenbrauen. Der Fokus passiert in Awareness, Spacious Awareness, weites Gewahrsein. Das volle Leben ist untrennbar vereint mit Leben. Leben ohne Zentrum und ohne Peripherie. Nur mit den Zeigefingern. Außenkante der Zeigefinger hoch, über die Außenkante der Unterarm, Oberarm, Schultern, Nacken, bis ins Gesicht, Kiefer bis zum Nasenwinkel. Dies verbinden wir mit den Daumen, innenseitig der Unterarm, innenseitig der Oberarm, durch die Achseln, Brustkorb und die Zeigefinger hoch bis zur Nasenwinkel. Außenseitig, rückseitig, innenseitig, linksseitig, die ganzen Arme, Schultergürtel, Brustkorb, Schulterblätter, Nackenkorb, beide Gehirnhälften, Stirn, Scheitel, Hinterkopf, Ohren, Kiefer, Nacken, Schultern, Brustkorb, Schulterblätter, die Arme zu den Fingerspitzen. Binden näher den Fokus auf den Hand- und Sprunggelenken in ihrer Weitung, in ihrer Öffnung für die alles durchdringende Lebendigkeit. Die Hand und die Sprunggelenke sind im Fokus für ihre Öffnung und Weitung, um wie ein Schwamm, der schon leicht angefeuchtet ist und nun in den Ozean sinkt und im Ozean der Lebendigkeit alles aufsaugt. Ellenbeugen, Kniegelenke, links, rechts, rechts, links, Schulter und Hüftgelenke. Mit einer leichten Weitung, einer Öffnung in den Schultern, eine leicht kreisende Bewegung, die sich nach links und rechts ausdehnt. Auch diese Gelenke öffnen sich. Links, rechts,
Schultern und Hüftgelenke. Atmen, weiten, ausbalancieren, harmonisieren. Dies passiert auf ganz natürliche Art und Weise, ohne unser Zutun. Wir stellen nur die Bereitschaft dar. Nimm die Wirbelsäulen, Lendenwirbelsäulen, Brustwirbelsäulen, Halswirbelsäulen, Lendenwirbelsäulen, Brustwirbelsäulen, Halswirbelsäulen, Halswirbelsäulen, Brustwirbelsäulen, Lendenwirbelsäulen. Alle Wirbeln, alle Bandscheiben, alle Zwischenräume kommen in Bewegung. Selbst die, wo kaum mehr oder keine Bandscheiben mehr vorhanden sind, fühlen sich plötzlich, als ob wieder frische Bandscheiben da wären. Alles kommt in Bewegung, von Energie durchdrungen, von Lebendigkeit durchdrungen. Weil die ganze Wirbelsäule bis zur Schädelbasis die Kiefer ganz leicht bewegen. Auch diese stellen sich bereit, die Lebendigkeit aufzusaugen. Jede Zelle öffnet sich. Die Ohren. To the sound current of silence. Links, rechts. Rechts, links. Ja, du kriegst den Hinterkopf da. Da, wo die Nackenstrecke an den Schädel gehen. Den Übergang. Die Ohren und die Kiefer. Auch den Mund, die Nase, beide Nasenflügel, die Wangen, die Augen. Die Augen, die Schläfen und das zentrale Augengestirn. Von dort nach hinten, unterhalb des Scheitelpunkts, dort wo die, etwas oberhalb, wo die Wirbelsäule ins Gehirn übergeht, beide Gehirnhälften verbindend, harmonisierend, ausgleichend. Scheitern, die Stirn, die Zirbeldrüse, dies ist dieser Punkt, dieser Bereich. Oberhalb der Wirbelsäule, wo es ins Gehirn geht, spüren und wahrnehmen. Vielleicht wie ein sanftes Pulsieren in diesem Bereich, das mehr und mehr Lebendigkeit freisetzt ins gesamte Zentralnervensystem, das Hirn und die Wirbelsäule.
Halswirbelsäule, die Brustwirbelsäule. Das Mark der Knochen, die Gelenke, das Faszialgewebe, alles voller Leben, die Haut, alle Poren geöffnet. Füße ankommen. Zuerst nur die Füße. Alles bewegt sich noch sanft weiter. Dann kommen auch die Sprunggelenke, die Kniegelenke, die Hüftgelenke. Knie- und Hüftgelenke, die Wirbelsäule, der Nacken und der Kopf, die Schultergelenke, die Ellenbogengelenke, die Handgelenke, die Finger.
Nun wenden wir die Handflächen nach außen. Mit großer Leichtigkeit, wie Schweben, steigen die Arme hoch. Das Qi strömt in den ganzen Körper. Je näher sich die Hände kommen oberhalb des Kopfes, desto intensiver wird es oberhalb des Kopfes. Ein bisschen wie eine kleine leuchtende Sonne zwischen den Händen. Aller Klarheit. Diese strahlende Klarheit gießen wir nun in den Körper ein. Beide Gehirnhälften, die Stirn, den Hinterkopf, die Seiten des Körpers, den Innenraum des Körpers, durchdringen die Augen, die Ohren, die Nase, Hinterkopf, den Mundraum. Halswirbelsäule, Nacken, Kehlkopfbereich, wie ein ununterbrochener Strom von oben mit den Schatten durch den ganzen Kopf und Kehlkopf, Nacken, Schultergürtel, Brustkorb auch unter den Achseln und den Schulterblättern vorne, hinten, links, rechts. Den Rücken, den Solarplexusbereich, mit den inneren Organen. Solarplexus Oberbauchbereich, auch vom Rücken, links, rechts, den Nabel. Den Unterbau, all die inneren Organe, auch den Rücken, links und rechts, die Hüftgelenke, in die Hüftgelenke, den Hohlraum der Hüftgelenke, das Innenleben der Hüftgelenke, in die Leisten, durch die Beine, bis zu den Zehenspitzen. Die Hände kommen seitlich am Körper an. Wieder wenden wir die Handflächen nach außen und intensivieren diese Qualität. Mit einer großen Leichtigkeit steigen die Arme hoch. Da ist eine Öffnung im Brustkorb, Schulterbereich. Das erzeugt das Hochsteigen, Hochfloaten der Arme. Das Qi strömt in den ganzen Körper. Die Lebendigkeit strahlen, leuchten. Wird immer intensiver auch oberhalb des Kopfes. Wie eine kleine Sonne. Strahlend klar. Diese strahlende Klarheit gießen wir ein. Den ganzen Schädeldecke durchdringen. Beide Gehirnhälften durchdringen. Alle Energiezentren durchdringen, die Bekannten und die Nichtbekannten. Das ganze System erfüllen. Die Sinnesorgane durchdringen. Den Nacken, die Wirbelsäule. Brustkorb, Schlüsselbeine, Schulterblätter. Unter den Achseln.
kurzen Rippenbogen. Solarplexus, die inneren Organe. Links und rechts, vorne und hinten. Den Nabel, den Bauchraum. Das Innenleben der Hüftgelenke, die Seiten der Hüftgelenke, das Gesäß. Die Beine mit ihren Gelenken bis zu den Zehenspitzen. Da ist Lebendigkeit im ganzen Körper und der Körper ist in Lebendigkeit. Noch einmal steigen die Arme mit großer Leichtigkeit. Das Qi strömt in den ganzen Körper. Intensiver oberhalb des Körpers, wie eine kleine Sonne. Diese strahlend leuchtende Klarheit gießt wilden und Scheitel ein. Den Scheitel, beide Gehirnhälften, den Kopf, an den Seiten. Vorne und hinten und innen. Durchdringend. Erfüllen. Die Augen. Nase, Hinterkopf, Ohren. Mund, Kiefer, Wangen. Nacken, Hals, Wirbelsäule. Kehlkörper. Schlüsselbeine, Schultergürtel, Schulterblätter, Brustkorb. Unter den Achseln. Solarplexus. Gefühl von Lösung und Öffnung des Solarplexus. Und dann weiter nach unten. Oberbau, Nabel, Unterbau. Leisten, Bein. Bis zu den Zehenspitzen. Die Hände kommen in den Leisten an, die kleinen Fingerkanten zu den Leisten. Die Hände öffnen nach vorne. Und schließen auf den Bauchraum rein, unterhalb des Nabels. Strahlendes Leben im ganzen Körper. Und der Körper ist im Leben. Dieses strahlende, alles durchdringende Leben übernimmt das Steuer dieses Vehikels, dieses Systems. Diese Geist-Körper-Erscheinung.
wenn Gedanken auftauchen, erkenne sie als Wolken im weiten Horizont des strahlenden Lebens. Sie sind ein durchziehender Gast. Keiner davon bleibt hängen. Du bist das Leben, nicht die Ideen, die in ihm erscheinen. Für eine Zeit lang spielen und dann wieder zurückkollabieren, zurückfallen in deine Lebendigkeit, die nicht auf das Vehikel, auf den Geistkörper beschränkt ist, die überall ist. Wenn du nun die Augen sanft öffnest, achte darauf, dass du keine Objekte erzeugst, also keinen Fokus, dass du aus dieser Weite wahrnimmst. Und diese weite Wahrnehmung ist immer da, auch wenn dein Fokus entsteht, wenn deine Aufmerksamkeit zu einem scheinbar ein Objekt geht, das von der Fähigkeit, von der Macht des Geistes der Namen Form verteilt erschaffen wird. Da können wir ein bisschen sitzen. Vom Gewahrsein kannst du wahrnehmen, wenn deine Aufmerksamkeit sich irgendwo hinrichtet. Ohne dass das Gewahrsein je beeinflusst ist. Du bist das Gewahrsein,
dass deine Aufmerksamkeit wahrnimmt. Festige deine Identität im Gewahrsein. Das ist deine Freiheit. Das Gewahrsein wertet nicht. Es schließt jegliche Wertung ein, ohne sie zu beurteilen. Sie zu reagieren. Das Gewahrsein ist frei vom Körper. Es verneint weder den Körper noch befürwortet es ihn. Es schließt den Körper ein, ist aber frei vom Körper. Das Gewahrsein ist frei von Empfindungen, Sensationen, Emotionen. Es ist verneint weder Emotionen, noch strebt es nach irgendwelchen Emotionen, Sensationen. Das Gewahrsein ist frei von Gedanken. Es schließt aber jeglichen Gedanken, der in ihm erscheint, ein, ohne in einem Konflikt
mit irgendeinem Gedanken zu sein. Ohne irgendeinen Gedanken anzustreben oder nachzudenken. Kenne dich selbst als das Gewahrsein, das Gefühl von Ich Bin. Jegliche Gewohnheit des Geistes ist in dir gesehen. Du bist eins mit der alles durchdringenden Lebendigkeit als das Gewahrsein. Du bist bereits vor Müdigkeit oder Wachheit des Geistkörpers.
Du bist frei von Sinnesorgane. Die Sinnesorgane funktionieren auf ganz natürliche Art und Weise, ohne dich zu beeinflussen. Funktion des Geistes, des Verstehens. Alle Funktionen entfalten sich ganz natürlich, ohne dich zu berühren. Der Atem fließt durch den Körper. Dies ist in deiner Warte wahrgenommen. Da ist ein ganz natürliches Empfangen mit jedem Einatmen. Und ein ganz natürliches Loslassen mit jedem Ausatmen. Brauchst du zu nichts zu tun. Es geschieht von selbst. Wenn da Widerstände im Körper sind, bist du die Einladung für Entspannung, für Öffnung.
Wenn du bemerkst, dass dein Geist die Tendenz hat, abzudriften. Kannst du deine Aufmerksamkeit auch mit dem Atem verbinden. So ein konzeptloser Anker für deine Aufmerksamkeit. Dann wirst du schneller wieder diese Weite, die den Atem umgibt, wahrnehmen. Jegliche Bewegung, die im Mind passiert, auch diese Art von Bewegung, nimmst du bereits ohnehin wahr. Wenn da Unruhe und Aufregung in deinem Körper ist, in deinem Geist, erlaube den Atem sanft zu fließen, den Bauchraum zu füllen. Schnell wirst du merken, dass wenn du den Atem nur etwas Aufmerksamkeit schenkst, das gleich dein ganzes System beruhigt. Deine Position ist frei von Bewertung, frei von Verstehen. Sie nimmt einfach nur wahr. Sie bewertet nicht, sie erkennt nicht, sie ist nicht in Ignoranz, sie ist weder frei noch gebunden. Sie hat nichts mit Erinnerung zu tun. Sie hat nichts mit Intellekt zu tun. Sie hat nichts mit Emotionen zu tun. Sie hat nichts mit Körper zu tun. Sie hat nichts mit Erreichen, Besitzen oder Verlieren zu tun.
mit Geben oder Nehmen zu tun. Es hat nichts mit Empfangen oder Loslassen zu tun. Je mehr du diese Entdeckung schätzt, desto mehr wird sie jegliche Idee, die du je von dir gehabt hast, in sich aufnehmen.